Herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Heute habe ich mal wieder einen Gast eingeladen, den euch allseits bekannten Professor Dr. Gerd Ganteföhr aus Konstanz. Hallo. Hallo, liebe Leute. Ihr kennt natürlich seinen Kanal Grenzen des Wissens und auch den Klimakanal Ganteföhr. Wer nicht, dann blende ich euch den natürlich ein. Heute wenden wir uns einem aus meiner Sicht schwierigen Thema zu. Ja. Nämlich der Kernkraft und ob es ein Revival der Kernkraft geben könnte, sollte und warum. Das ist natürlich ein Riesenthema. Wir nähern uns dem in verschiedenen Facetten und schauen mal, wie wir da durchkommen. Du bist nun Professor der Physik. Du hast natürlich auch Bücher über Klima geschrieben und so weiter. Wieso kannst du dich jetzt mit diesen vielen Facetten, die das Thema Kernkraft hat, überhaupt eigentlich auseinandersetzen? Oder wieso kannst du uns dazu was Kompetentes sagen? Ich zweifle nicht daran, aber sag mal kurz warum. Ja, also ich habe vor vielen Jahren mein Diplom in Physik gemacht und das war in nuklearer Astrophysik. Da ging es um die kernphysikalischen Prozesse im Innern der Sonne und da habe ich natürlich auch eine gute Ausbildung in Kernphysik, also den Grundlagen der Kernkraftwerke unter anderem genossen. Und heute, bis heute halte ich ab und zu, so alle zwei Jahre, die normale Masterkursvorlesung über Kern- und Elementarteilchenphysik und da machen wir auch Kernkraftwerke. Okay, das heißt natürlich von der physikalischen Seite, wir gucken uns heute aber folgende Aspekte an. Zum einen den Sicherheitsaspekt, der natürlich mit Ängsten zu tun hat, dann den Wirtschaftlichkeitsaspekt, braucht man das überhaupt, lohnt sich das und so weiter. Und natürlich zum dritten dann den energetischen Aspekt und das ist sicherlich der, oder auch der CO2-Aspekt, das hat dann sicherlich was verstärkt mit deinen Themen zu tun. Jetzt mal direkt von vornherein gefragt, warum ist das überhaupt eine Diskussion? Ich denke aus zwei Gründen. Zum einen wegen des Klimawandels, wie wir gebildeten Menschen sagen, weil Kernkraft als CO2-neutral gilt. Vielleicht mal da gleich eine Rückfrage, ist das so, auch wenn man alles einbezieht, von der Gewinnung des Uran bis zum Bau der Kernkraftwerke, ist das eine klimafreundliche Lösung überhaupt? Ja, es fällt natürlich schon CO2 an zum Bau der Kernkraftwerke, also die sind ja aus Beton, also diese ganzen Schutzwände und auch der Abbau des Urans, das kostet Energie und das geschieht ja einfach mit Dieselmotoren und Ähnlichem. Aber die Energiedichte vom Uran ist so ungeheuer hoch, die ist also ungefähr, ich glaube, Faktor 100.000 oder 1 Million höher pro Liter an Material, also 1 Liter Öl oder 1 Kilogramm Kohle oder 1 Kubikmeter Gas, jedes Mal ungefähr dieselbe Menge an Material und 1 Liter Uran oder 1 Kilogramm Uran hat 1 Million mehr Energieinhalt. Das heißt, also selbst wenn man also die ganze CO2-Emission der Lieferkette plus die Dark-Energie, also die CO2-Emission, wenn man ein Kernkraftwerk baut, wenn man das alles mitrechnet, denke ich, dass die de facto CO2-Emissionen etwa beim Hundertstel eines Gas- oder Kohlekraftwerks liegen. Okay, das Uran selbst macht einen ja auch wieder abhängig von den Staaten, wo es herkommt. Ja. Sind wir dann wieder bei derselben Diskussion wie beim Gas oder wo kommt das her? Also Deutschland hat kaum eigene Rohstoffe, außer die Braunkohle, die ja nun wirklich ein Klimakiller ist. Und das Uran muss also importiert werden. Aber es gibt da einen Weltmarkt. Das ist also anders als bei Pipelines, die ja nun unweigerlich einen Anfang und ein Ende haben. Und dann hat man über Jahrzehnte eine Kunden- und Lieferantenverbindung. Uran wird normal transportiert, ist auch nicht so viel, also in irgendwelchen Containern. Und es kommt zum Beispiel aus Kanada oder aus Australien. Das sind zwei riesige Uranvorkommen für die ganze Welt. Okay, wir halten mal fest, also aus der CO2-Sicht wäre es ein Gewinn, Kernkraft. Der zweite Grund, warum da immer mehr darüber gesprochen wird, ist wegen der Gaslieferungen aus Russland, wegen der Abhängigkeit von Russland zum Beispiel als Rohstofflieferant. Auch das wäre in dem Fall mit dem Uran nicht das Problem. Nein. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Ängsten und den Emotionen, weil das ist, glaube ich, das Thema. Auch der Ausstieg aus der Atomkraft in Deutschland ist sicherlich mit Emotionen verbunden, weil es eben zunächst Tschernobyl und dann Fukushima die großen Reaktorunfälle gab. Also, das Thema Sicherheit. Sind denn Atomkraftwerke sicher? Also das hat was mit der hohen Energiedichte zu tun. Es ist eine sehr starke Energieform, weil wir da die starke Wechselwirkung, also die Kernenergie selber, die Energie im Atomkern nutzen. Und die ist eben millionenfach höher als die Energie der chemischen Hülle, also bei einer Verbrennung oder sowas. Pro Kilogramm haben wir einen Energieinhalt in der Kohle von 10 Kilowattstunden. Das gleiche gilt ähnlich für Erdöl und Erdgas. Und in Uran ist eben das 100.000-fach
höhere an Energie. Infolgedessen ist es auch gefährlicher. Und wir haben eben die radioaktive Strahlung. Bei der Spaltung von Uran, und das ist die Energiequelle, wir spalten einen Atomkern in zwei Hälften, entstehen zwei Hälften, die unweigerlich zu viele Neutronen haben. Und das gibt einen sehr starken Beta-Minus-Zerfall. Und das ist die Radioaktivität. Das heißt, der Atommüll ist automatisch, jedenfalls die ersten paar Monate oder Jahre, sehr, sehr stark strahlend. Das heißt, das ist die Müllproblematik und diese Energie zu beherrschen, also die kontrollierte Kettenreaktion, so funktionieren die Spaltungsreaktoren, die unter Kontrolle zu bringen, das ist relativ aufwendig. Die Menschen haben Angst vor dieser unsichtbaren Strahlung, die natürlich also Krankheiten verursacht wie Krebs oder eben sogar tötet und auch davor, dass diese Reaktoren durchbrennen können. Nun, auf der Gegenseite haben wir eben dann die Technologie und wir können die beiden konkreten großen Unglücke wie Tschernobyl und Fukushima, können wir mal analysieren. Also Tschernobyl, der Reaktor, der wurde falsch gefahren, der ist explodiert wie eine Atombombe. Die Kettenreaktion ist außer Kontrolle geraten und das ist mit den heutigen Reaktoren sehr, sehr unwahrscheinlich. Hinzu kommt, dass dieser Tschernobyl-Reaktor gar keine Betonhülle hatte. Der hatte nur so eine Blechwand. Ja. Und dann ist natürlich die ganze ungeheure Menge an Radioaktivität in die Atmosphäre entkommen, als er dann ein Graphitreaktor, also aus Kohlenstoff ist, der brennt dann auch noch. Das heißt, der ganze radioaktive Staub wurde in diesen riesigen Flammeninferno verteilt über ganz Europa. Das ist heute nicht mehr vorstellbar, weil wir keine Graphitreaktoren mehr haben. Fukushima, da wurde die Reaktoren waren ja aus, alle Reaktorblöcke, weil vorher das Erdbeben war, aber durch die Flutwelle wurden die Kühlaggregate zerstört. Und selbst in einem Reaktor dieser großen Klasse, also der Gigawatt-Klasse, das sind die normalen Spaltungsreaktoren, wenn die nach dem Abschalten nicht weiter gekühlt werden über Wochen, gibt es eine Kernschmelze durch die sogenannte Nachzerfallswärme, weil eben diese ungeheure Radioaktivität, die auch ohne die Kettenreaktion weiter aktiv ist, entsteht so viel Wärme, also nicht mehr so viel wie im Betrieb, aber doch signifikant viel, also 100 Megawatt, dann 50 Megawatt an Wärme. Das muss gekühlt werden, sonst schmelzen die. Und das ging in Fukushima nicht. Aber selbst, also wir werden jetzt in Deutschland oder an anderen Standorten keine Flutwellen haben. Der moderne EPR, European Pressurized Reactor, das ist die, ich glaube, dritte Generation, noch nicht die vierte, gibt es auch noch, der hat dann passive Kühlsysteme, die also auch noch funktionieren, wenn es keinen Strom mehr gibt. Ja. Und das ist in Fukushima passiert, es gab einfach keinen Strom, die ganze Umgebung war zerstört und dann schmilzt der Reaktorkern und dann gab es diese furchtbaren Knallgasexplosionen. Weißt du das? Das ist schwer, sowas nüchtern zu betrachten, aber was ist an Schaden entstanden durch Tschernobyl und Fukushima? Also wie viele Menschen sind zu Tode gekommen oder wie viele sind verseucht worden? Was gab es für genetische Veränderungen bei Neugeborenen oder so? Ist das erforscht? Ja, das ist erforscht, aber es ist hochgradig umstritten. Also in Tschernobyl wurde tatsächlich, da gibt es ja immer noch einen evakuierten Bereich, da darf man nicht hin, weil die Umweltradioaktivität zu hoch ist. Und es gibt da Berechnungen, wie viele Krebstote es zusätzlich gegeben hat in all den Jahren durch Tschernobyl. Und das wird dann als Tote gewertet. Es sind allerdings auch direkt bei der Bekämpfung des Unglücks, um das überhaupt einzugrenzen, diese Arbeiter sind dann wirklich an der Strahlenkrankheit nach wenigen Tagen oder Wochen gestorben. Das waren also unmittelbar Tote. Und bei diesen Krebstoten ist es immer so eine Sache, weil jemand an Krebs stirbt. Das sterben ja sowieso, ich glaube, ein Drittel oder die Hälfte der Menschen an Krebs. Und wenn jetzt jemand Krebs kriegt und sagt, er hätte da damals in Tschernobyl irgendwo am Strand gelegen und hat dann meinetwegen da Radioaktivität abgekriegt, kann man das nicht zurückverfolgen, ob das nun wirklich die Schuld ist von Tschernobyl. Was man allerdings findet, ist bei Tschernobyl, es ist Jod und Jod macht diesen Kehlkopfkrebs, ja, also radioaktives Jod. Und da gibt es dann durchaus Untersuchungen, dass da Menschen wirklich in Tschernobyl gestorben sind. In Fukushima ist die Sache ein bisschen anders, weil da viel weniger Radioaktivität in die Umgebung abgegeben wurde, weil wir hatten eine Betonhülle, aber es gab die Knallgasexplosion, wo dann erstmal die Hülle zerstört wurde und auch dieses Venting heißt das, weil sich so ein Druck in dem Reaktor aufgebaut hatte durch die Kernschmelze, dass dieses furchtbare Aerosol im Innern des Reaktors musste, damit die Hülle nicht bricht, abgelassen werden, kontrolliert. Und das gab dann immer so Spikes in der Umgebung. Und wir haben da über einige 10 Kilometer Umgebung haben wir eine Radioaktivität, die liegt bei 50 Millisievert, das weiß ich nicht, ungefähr.
ungefähr pro Jahr 50 Millisievert. Und da ist es jetzt ein bisschen umstritten, inwieweit die ist also nicht so hoch wie in Tschernobyl, inwieweit man da eine erhöhte Rate von Krebstoten hat. Also ohne das jetzt irgendwie klein machen zu wollen, es ist so, dass so ein schrecklicher Unfall, es ist nicht so, dass da ganze Dörfer dann hinterher kaputt sind oder sowas. Also die Zone wurde auch evakuiert, man darf da nicht leben. Aber der Grund ist nicht die Radioaktivität selber, sondern der Boden ist kontaminiert mit Aerosolen, also radioaktiven Partikeln. Und das wird aufgenommen von der Biosphäre, also Pilze zum Beispiel. Das war in Tschernobyl so ein großes Thema, dass man auch hier am Bodensee keine Pilze mehr essen durften, weil die eben radioaktive Isotope von Tschernobyl anreichern. Und man darf eben radioaktive Isotope nicht inkorporieren. Die Strahlung von außen ist aber nicht so schlimm. Und das ist in Fukushima auch der Fall. Der Boden ist kontaminiert und deswegen darf man da nicht leben. Du darfst keinen Staub einatmen, aber du könntest relativ gefahrlos da rumlaufen. Und das liegt daran, dass zum Beispiel, also man weiß das, es gibt in Indien und auch in Brasilien Zonen, das sind Strände, Monazit-Sände sind das, also Sandstrände. Und dieser Monazit, das ist ein bestimmter Typ Sand, so ein dunkler Sand, der enthält einen hohen Anteil an Thorium und an Uran. Die sind hoch radioaktiv. Das sind, ich glaube, es sind 200 Millisievert pro Jahr, was die natürliche Belastung da ist. Bei der Bevölkerung sieht man aber trotz dieser sehr hohen Umweltbelastung aus natürlichen Gründen keine erhöhte Krebsrate. Und so ist es in Fukushima, liegt sogar im Augenblick darunter. Also wenn man nicht gerade auf dem Reaktorgelände selber ist, ist dieser Bereich, der ich glaube heute immer noch evakuiert ist, die Zone wird langsam kleiner, weil die Radioaktivität nachlässt, aber das liegt unterhalb des Levels von diesen Bereichen in Indien und Brasilien, wo wir eine sehr hohe natürliche Radioaktivität haben. Natürlich ist Strahlung nicht gleich Strahlung, da muss man jetzt genau hingucken, was es ist, aber Fukushima ist ein ungleich viel geringer, schlimmes Unglück als Tschernobyl. Also ich selber bin ja sehr skeptisch gegenüber der Kernkraft, das kann man an der Stelle vielleicht auch mal einfach so sagen. Du bist Wissenschaftler, du betrachtest es wissenschaftlich, aber bei mir ist es so, dass ich eher skeptisch bin. Ich habe einen NDR-Podcast dazu gehört, also öffentlich-rechtlich, und die beiden Redakteurinnen ebenfalls skeptisch, aber sie haben zumindest an dieser Stelle gesagt, was dieses Gefahrenpotenzial oder das Sicherheitsrisiko betrifft, ist es offenbar so, dass wenn man das vergleicht mit den fossilen Brennstoffen und mit der Photovoltaik, der Windkraft, dass tatsächlich, dass da dieser Effekt, ich habe vorhin das Thema Flugzeugabsturz genannt, eintritt, dass man immer denkt, Fliegen sei so gefährlich, weil wenn da mal ein Flieger runterkommt, sind es 400 oder 700 Menschen. In Wirklichkeit ist Autoverkehr viel gefährlicher, ja, weil da täglich kleinere Menschenmengen sozusagen zu Tode kommen. Und es scheint da auch so zu sein, dass statistisch betrachtet Photovoltaik und Windkraft ungefähr ein Zehntel so gefährlich sind wie fossile Brennstoffe, einfach von der gesamten Kette, was passieren kann auf dem Weg. Und die Kernkraft nochmal nur ein Bruchteil davon. Also von diesem Risiko, so komisch es uns auch gefühlsmäßig vorkommt, scheint die Kernkraft gar nicht so gefährlich zu sein. Aber, und ich glaube, das ist wahrscheinlich der Grund, warum die meisten skeptisch sind, die Endlagerfrage ist ja, ja, darüber diskutiert man doch seit so vielen Jahren. Was soll sich denn daran ändern? Also man hat bis jetzt keine und man hat da, man muss da was verbuddeln für 100.000 Jahre und, ja. Und wer weiß, wer das dann wieder ausgräbt und es wird immer mehr. Ja. Also das ist doch ein Gefahrenpotenzial, solange man das nicht gelöst hat. Wie kann man denn überhaupt drüber nachdenken? Kernkraft zu revitalisieren, sage ich jetzt mal. Also zunächst mal zur Gefahrenwahrnehmung von Photovoltaik und Wind und Kohle- und Gaskraftwerken im Vergleich zur Kernenergie. Ich glaube, mit Zahlen kommt man da nicht weiter. Wir leben ja in einer Demokratie. Wenn man das Volk ernst nimmt, dann gibt es eben keine Kernenergie. Und da kann man auch nicht damit argumentieren, dass vom Dach bei einer Photovoltaikanlage mehr Leute runterfallen, als in Fukushima vielleicht wirklich dann zu Tode gekommen sind. Das hilft uns da nicht weiter. Es ist eine emotionale Sache, dass man eben diese Dinger für unheimlich erachtet und die Strahlung auch. Und das kann ich auch nachvollziehen. Ja, und dann haben wir eben diese Frage nach der Endlagerung. Und solange wir die Uran-235 Spaltungsreaktoren haben, das ist ein konventioneller Reaktortyp, der relativ gut erprobt ist, und das sind bei weitem die meisten Reaktoren in der ganzen Welt, auch übrigens die, die in Deutschland und erst recht in Frankreich in Betrieb sind, die spalten Uran-235. Und Uran-235 ist ein relativ seltenes Isotop, das hat eine Häufigkeit von 0,5% im Uran. Und bei dieser Spaltung entsteht unweigerlich ein hochradioaktiver Atommüll. Aber wenn man mit Uran-235 arbeitet, im Reaktor entsteht auch noch Plutonium. Und dieses Plutonium,
das kommt durch die Reaktion mit den Neutronen da zustande, erfordert es, dass der hochradioaktive Atommüll dann auch noch ganz lange gelagert werden muss. Und da gibt es im Augenblick keinen Weg dran vorbei. Also es ist einmal so, dass man das Uran nur sehr schlecht ausnutzt, weil man nur einen winzigen Bruchteil, das ist eine Isotop, was eben so wenig häufig ist, nutzt. Und zum anderen entsteht auch noch Plutonium. Also das ist wirklich eigentlich ein ganz schlechter Ansatz. Und deswegen werden neue Reaktortypen entwickelt. Und diese neuen Reaktortypen, also Stichworte sind Thorium-Brut-Reaktoren, die arbeiten mit Thorium. Das ist auch ein radioaktives Metall, was in der Erdkruste vorkommt. Es gibt auch Thorium vorkommen, aber das geht nicht selber als Brennstoff, sondern muss erbrütet werden, also umgewandelt werden zu Uran-233 und so weiter. Das sind also andere Reaktoren und deren Atommüll, wenn man mit Thorium arbeitet und das Brennmaterial ist dann Uran-233 aus Thorium erzeugt, das muss nur 1000 Jahre statt 100.000 Jahre gelagert werden. Also deswegen sind Thoriumreaktoren, die werden zum Beispiel in Indien, in China und auch in den USA entwickelt. Deswegen sind die jetzt auch wegen der Klimakrise plötzlich so ein bisschen im Hype, dass man also Kernreaktoren entwickelt, neue Typen, die ein anderes Wirkprinzip haben, anderen Brennstoff, der nicht so lange gelagert werden muss. Und der große Vorteil neben dieser wesentlich kürzeren Lagerzeit, es entsteht kein Plutonium deswegen, der große Vorteil ist aber, dass man das Thorium zu 100% nutzen kann. Also man kann mit viel weniger Material viel mehr Strom erzeugen, weil man das gesamte Thorium-232, das ist 100% des vorkommenden Thoriums, wird in Uran-233 umgewandelt, zu 100%, also fast 100%, und damit wird der Reaktor betrieben. Das heißt, von dem Vorkommen Thorium wird wirklich alles zur Stromerzeugung genutzt, bei Uran nur ein winziger Bruchteil. Und dann hat man aber diese Riesenmenge an lang zu lagernden Atommüll. Und deswegen dieses Interesse an neuen Reaktortypen. Da gibt es eine ganze Menge verschiedene. Jetzt stelle ich mir vor, 1000 Jahre ist ja auch eine ganze Menge. Aber dafür braucht man ein Endlager. Ich habe da immer so eine Vorstellung, wenn die ganze Welt jetzt diese Reaktoren hätte, wo sie nur noch 1000 Jahre hinterher das Zeug lagern muss. Wie viel Zeug ist denn das? Also kann man sich da irgendwie eine Vorstellung machen? Für mich sind es immer riesige Mengen, die irgendwo in Salzstöcke auf der ganzen Welt vergraben werden müssen und so weiter, wo dann tausendmal auf der Welt ein Gefahrenpotenzial ist, dass das mal jemand falsch behandelt, mal aufmacht, ein Erdbeben gibt und so weiter. Lässt sich dagegen wirklich was sagen, gegen diese Risikobeschreibung? Also es gibt in der Schweiz ein Konzept, das weiß ich jetzt zufällig, der Endlager, und zwar ist das im Opalinuston. Das ist eine wasserdichte Tonschicht in ein paar hundert Meter Tiefen, und wasserdicht ist eben deswegen wichtig, weil das Grundwasser Radioaktivität eben in die normale Umwelt transportieren würde. Deswegen ist es wichtig, dass so eine Lagerschicht eben wasserdicht ist. So, der muss jetzt 100.000 Jahre da gelagert werden. Es ist eigentlich mit großer Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, und das wissen die Schweizer auch, dass der da eben nicht 100.000 Jahre liegt, sondern dass wir in 100 Jahren oder in 500 Jahren eine Methode haben, wie wir diesen Atommüll entschärfen können. Okay. Und zwar gibt es jetzt schon Reaktorkonzepte von diesen neuen Reaktoren, wo also eine Kettenreaktion läuft und man schaufelt den alten Atommüll aus den 50er, 60er, 70er Jahren da rein und der wird mit verbrannt. Also verbrannt meine ich jetzt Kernreaktionen. Also er trägt dazu bei. Ja. Und das sind Reaktorkonzepte von Reaktoren, die gibt es noch nicht, die sind jetzt nur auf dem Konzept. Es ist nämlich sehr schwierig, einen neuen Reaktortyp genehmigt zu bekommen. Da ist eine große Skepsis und es gibt nur wenige Länder, also allen voran China, die also das Wagnis eingehen, wirklich neue Reaktortypen zu entwickeln. Aber ich denke, dass wir im Laufe der Zeit ohnehin Methoden brauchen, um den vorhandenen Atommüll, und das sind Tausende oder Zehntausende Tonnen oder sogar Millionen Tonnen im Laufe der Zeit, dass wir den entschärfen, weil der wird nicht 100.000 Jahre im Erdreich liegen. Und die Schweizer haben dieses Konzept so gebaut, dass sie den hochradioaktiven Müll dann wieder rauskriegen aus dem Endlager. Da fühle ich mich jetzt ein bisschen wie die Automobilindustrie. Die hat auch jahrelang gesagt, sie werden irgendwann das 3-Liter-Auto entwickeln und haben es aber nicht gekriegt. Doch, es hat bloß keiner gekauft. Ja, okay, weil es halt nicht leistungsfähig genug war. Zu langsam. Genau, war eine schlechte Definition von 3-Liter-Auto. Mhm. Ich meine, die Diskussion mit dem Endlager oder der Wiederverwertbarkeit dieser Abfälle, die führt man ja auch nicht seit gestern. Nein. Also woher soll ich jetzt die Hoffnung haben, dass man das dann wirklich in 100 oder 500 Jahren gelöst kriegt? Das ist ein Wabankspiel. Also im Augenblick wären natürlich alle froh, wenn wir ohne Kernenergie zurechtkommen würden. Aber wir sehen ja jetzt in der Ukraine-Krise oder dem Ukraine-Krieg, wie sehr Deutschland auf riesige Gasmengen angewiesen ist. Es kauft ja immer noch
Gas aus Russland. Ja? Und zwar deswegen, weil wenn man das Erdgas, was alleine die BASF braucht, ersetzen würde durch Strom, was geht im Prinzip. Also die BASF kann auch alles mit Strom machen. Aber dann würde das Werk der BASF in Ludwigshafen so viel Strom brauchen, wie Deutschland insgesamt produziert. Also diese 500 Terawattstunden im Jahr. Es geht also um ungeheure Energiemengen, die man mit Windrädern einfach nicht hinkriegt. Und das gilt für alle Länder. Und deswegen ist die Kernenergie trotz dieser Nachteile und der ungelösten, jedenfalls für Uran 235 ist ungelöst, bei Thorium ist das Problem hundertfach kleiner, weil es viel besser ausgenutzt wird. Aber es gibt diese Reaktoren noch nicht wirklich. Deswegen gibt es da aber ein Revival weltweit. Jetzt haben wir bestehende Reaktoren. Mhm. Und welche, die viel besser sind, die es aber noch nicht gibt. Das bringt mich jetzt zu einer zweiteiligen Frage. Die Vorstellung, glaube ich, bei vielen ist, naja, lassen wir jetzt halt die bestehenden Reaktoren noch 5 oder 10 Jahre weiterlaufen, weil die sind ja sowieso schon da und die müssten sonst auch irgendwann mal abgebaut werden und das ist ja auch noch sehr aufwendig, also lassen wir sie weiterlaufen. Um diese Brücke zu schaffen, werden wir jetzt gerade nicht so viel Gas aus Russland herkriegen. Ist das realistisch? Also, dann würde ich die Gegenfrage stellen. Nehmen wir mal an, du hast die Wahl, mit einem Langstreckenflieger nach New York zu fliegen. Und das eine Flugzeug ist 60 Jahre alt und das andere Flugzeug ist letztes Jahr neu hergestellt worden. Mit welchem Flugzeug würdest du lieber fliegen? Wenn das, was letztes Jahr neu hergestellt worden ist, schon da ist, würde ich mit dem lieber fliegen. Wenn es aber erst in 10 Jahren fertig ist, wie der neue, wie der neue Reaktor, dann würde ich wahrscheinlich... Es gibt halt neue Standardreaktoren. Die es schon gibt. Ja, natürlich. Die also, auch jetzt gebaut werden. Also oder? Man überlege sich mal, wenn ein Reaktor seit 60 Jahren in Betrieb ist, wie diese Uraltreaktoren in Frankreich oder auch in Deutschland, dann haben die noch gar keine integrierten Schaltkreise. Da gab es ja noch keine Handys, kein Internet, kein gar nichts. Die haben diskrete Transistoren, die ganze Steuerelektronik, also die wurde natürlich erneuert. Aber diese ganzen alten Sachen, ja, das ist eine Technologie, die da eingebaut wurde zu Anfang, die ist unvorstellbar alt. Ja. Keine Handys, keine integrierten Schaltkreise, keine intelligente Logik zur Steuerung. Also die würdest du lieber nicht weiterlaufen? Nein, es ist absolut irre, in meinen Augen prähistorische Dinosaurier auf Kernenergiebasis weiter zu betreiben, weil ein altes Auto geht auch irgendwann mal kaputt. Okay, also man bräuchte neue Kernkraftwerke, also wenn überhaupt, bessere. Dann neue. Ja. Okay. Und ist das überhaupt, wie der Schweizer sagt, in nützlicher Frist zu erreichen? Nein, also in Deutschland nicht. In anderen Ländern schon, also Großbritannien, das hat der Johnson jetzt verkündet, will jedes Jahr einen neuen Reaktor bauen. Ich weiß eigentlich nicht, wie sie das machen wollen, weil gerade der European Pressurized Reactor, das ist also ein normaler Druckwasserreaktor, aber eben in dieser ultrasicheren Version, der hat zum Beispiel einen Core-Catcher. Also Core-Catcher ist, nehmen wir an, der Kern schmilzt, also genau das, was in Fukushima passiert ist, dann wird dieses ganze Zeug aus Brennstäben, Uran und Zirkoniummaterial, das ist das Metall, das tropft runter. Und dann hat der EPR hat eben so ein Betongefäß, wo diese Flüssigkeit ist, eine Höllenflüssigkeit. Da stehst du 5 Sekunden daneben, bist tot. Die ist wirklich radioaktiv. Die wird aber in abgeleitet irgendwo in den Boden und dann breit verteilt, damit die Kettenreaktion zum Stillstand kommt. Das ist also eine Betonkonstruktion, die heißt Core Catcher. So, und das heißt, dieses China-Syndrom, also dass der Kern, der Schmelzkern, gern da also Richtung Erdzentrum dann abdampft, was natürlich eine Katastrophe ist. Das kann mit diesem hochmodernen Reaktor nicht passieren. Nur, der ist eben super teuer wegen dieser vielen Sicherheitsmaßnahmen und es dauert 20 Jahre, ihn zu bauen. Was die Lösung ist, du kaufst einfach einen modernen Kernreaktor in China. Okay, und wie lange dauert der dann? Ja, ich glaube 2 Jahre. Verstehe. Weil das wäre ja die nächste Frage. Wir haben jetzt noch die zeitliche Perspektive, weil wenn wir 20 Jahre brauchen, dann können wir in den 20 Jahren auch sehr, sehr viele Windräder und sehr, sehr viele Photovoltaik bauen und dann brauchen wir die vielleicht nicht mehr, oder? Also mit den Windrädern. Also irgendwann bleibt der Wind stehen. Man kann nicht beliebig viel Wind ernten. Ist das so? Weil man die Luftströmung verlangsamt. Ja, es ist nicht unendlich viel Wind. Okay, also die Windkraft hat auch einen Einfluss auf die... Auf die Luftströmung, ja, also man verlangsamt den Wind. Also wenn du so Photovoltaik hat ja keinen Einfluss auf die Sonne. Nein, nein, also Photovoltaik, also eigentlich ist ja Photovoltaik die viel bessere Ressource, aber de facto trägt im Augenblick die Windkraft, und zwar die Onshore-Windkraft, massiv zur Stromerzeugung in Deutschland bei. Also das ist die Erfolgsstory der Energiewende, aber beliebig viele Windräder zu bauen, also sagen wir mal 100 Mal mehr oder 50 Mal mehr, das kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, weil das hat einen Einfluss dann, also die Energiewende
ja dem Natursystem entzogen. Bei der Photovoltaik nicht, also die Sonne scheint sowieso. Aber beim Wind entzieht man das den Luftströmungen. Das könnte Einfluss aufs Wetter haben. Ja, zum Beispiel kann ich mir vorstellen, wenn man die Luftströmung vom Meer verlangsamt an der Küste, dann ist dahinter trocken, weil einfach die feuchte Luft nicht mehr so feucht. Also vermute ich mal. Ja. Also jedenfalls, man kann nicht unendlich viele Windräder bauen, weil die Windräder hinter Windrädern kriegen eben keinen Wind mehr ab, weil man ja die Luftströmung verlangsamt. Das ist die Idee beim Wind. Ja, also man kann da nicht unendlich viel das ausbauen. Photovoltaik kann man ausbauen und zwar gibt es die größte Photovoltaik-Einrichtung der Welt, ist in Indien, an der Grenze zu Pakistan in der Wüste und die hat 1 Gigawatt installierte Leistung, ich glaube auf 50 Quadratkilometern. Da wohnt natürlich niemand. Das ist eine riesige Anlage, kann man aus dem Weltall anschauen. So wie ich dich kenne, sagst du jetzt, 1 Gigawatt ist nicht viel. Ja, wir brauchen 100 Gigawatt oder 50 Gigawatt alleine für Deutschland für den Strom. Strom ist so viel. Die Gesamtenergie, also mit der BASF und den ganzen LKWs auf der Autobahn, ist so viel. Strom ist so viel. Und das ist, also wir erzeugen nach wie vor ungefähr 3/4 der Gesamtenergie, also Primärenergie, nicht nur Strom. Strom ist ein kleiner Bruchteil aus den fossilen Energien in Deutschland. Deswegen das Theater mit dem Erdgas aus Russland. Ohne das geht es im Augenblick nicht. Also CO2, ja, Sicherheit, ja, Endlager, sehr fraglich. Ja. Zeitachse möglich mit denen aus China? Ja, da gibt es welche zu kaufen. Wirtschaftlichkeit. Im Verhältnis zum Beispiel, sagen wir mal, zur Photovoltaik. Ist das denn überhaupt wirtschaftlich? Viele sagen, die wirtschaftlichste Energie ist die Photovoltaik. Ja, wenn man die Gestehungskosten nimmt. Aber das Problem bei der Photovoltaik, also die Photovoltaik trägt nach wie vor vernachlässigbar wenig zum Primärenergieverbrauch bei. Also was wirklich signifikant eine Erfolgsstory der Energiewende ist, ist die Windenergie. Und die liegt auch bei den Gestehungskosten deutlich unter 10 Cent die Kilowattstunde. Also bei der Onshore-Windenergie würde ich sagen, das ist wirklich super. Aber was machen wir, wenn kein Wind da ist? Und deswegen kann man das nicht vergleichen. Man braucht eigentlich nur für die Stromerzeugung, ja, brauchst du den gesamten Kraftwerkspark, um Deutschland zu versorgen als Standby, wenn Sonne und Wind an Windstellen tagen oder in der Nacht ausfallen. Und dadurch verdoppeln sich die Kosten. Das heißt, diese stark fluktuierende Einspeisung macht es teuer. Und das wird aber typischerweise bei den Berechnungen des Strompreises aus der Photovoltaik und dem Wind nicht mitberechnet. Du brauchst aber Reservekraftwerke, wenn kein Strom da ist, solange wir keine Terawatt-Speicher haben. Okay. Und da haben wir mal, spaßeshalber, hatte ich vorhin mal die Rechnung aufgemacht, wenn wir mal 10 Millionen Fahrzeuge haben, weil wir hoffen ja auf bidirektionales Laden, dann dachte ich, ist doch super, dann stehen in den Einfahrten überall riesige Speicher rum. Die könnte man doch dann nutzen, haben wir mal ausgerechnet, das wären dann aber nur 0,8 Terawattstunden. 0,8, ja. Also 10 Millionen Fahrzeuge von der, mit der großen Batterie, die ich habe, die meisten haben nicht so viele, wären 0,8 Terawattstunden. Also diese fluktuierende Einspeisung aus Wind und Sonne. Sonne fluktuiert eigentlich noch stärker, also nicht Tag und Nacht, aber im Winter produziert Solarenergie ein Zehntel von dem oder noch weniger, was es im Sommer produziert. Da gibt es also eine saisonale Schwankung und die auszugleichen mit Autobatterien, das gelingt nicht. Wir brauchen Energiespeicher im Bereich von 10, 20 Terawattstunden und da kann man mit Autobatterien, selbst wenn alle Leute Elektroautos haben, das reicht nicht für die fluktuierende Einspeisung. Und verstehe ich das richtig, dass du als die Alternative dazu moderne Kernkraftwerke aus China siehst? Moment. Du hast mich aufgefordert, über Kernenergie was zu erzählen. Das heißt ja noch lange nicht, dass ich neben einem Kernkraftwerk wohnen möchte. Also wenn es da nicht so teuer ist, dann könnte man mal darüber nachdenken. Nein, also ich akzeptiere erstmal nochmal den Willen des Volkes. Das Volk muss dann aber die Konsequenzen tragen. Und die Konsequenzen sind, dass man eine fluktuierende Einspeisung hat. Und in der Schweiz, ich wohne in der Schweiz, wurde jetzt für den nächsten Winter vor Stromausfällen gewarnt. Und wenn es einen Stromausfall in einer Stadt wie Zürich, Bern oder Berlin gibt, dann ist Schluss mit lustig. Und den kann es geben, weil die Schweiz hängt sehr stark an der Wasserkraft und die Wasserkraft geht im Winter nicht gut, weil nämlich das Wasser einfriert. Ja, es gibt da sehr viel weniger Wasserkraft und die 3 Kernkraftwerke oder ich glaube 3 hat die Schweiz, die sollen ja auch abgeschaltet werden. Im Augenblick laufen sie noch, aber sie sind ab und zu mal aus, weil sie gewartet werden. Und dann bricht in der Schweiz die Panik aus, weil die Schweiz, ich hatte jetzt mal geschaut, importiert in diesem Winter, also im Winter 2021, 2022, am Nachmittag bis Abend bis zu 3 Gigawatt Leistung. Die importieren aus Deutschland hauptsächlich so viel Strom wie 3 Kernkraftwerke. Und wenn dieser Strom aus Deutschland nicht mehr kommt,
Und der kommt von Gaskraftwerken, Kohlekraftwerken. Also von der Windkraft kommt es zum Teil. Die ist dann sehr preisgünstig, weil es Überschüsse gibt. In der Schweiz besteht die reale Möglichkeit von Stromausfällen im Winter. In Deutschland nicht. Also man kann sich das überlegen, Deutschland hat zu viele verschiedene Quellen. Ja, auch ohne die Gaskraftwerke, wenn das russische Gas ausfällt, das ist ja nur die Hälfte des Gesamtgashaushalts in Deutschland. Aber ich denke, wenn es ernsthafte Stromausfälle gibt, dann wird wieder über Kernkraftwerke nachgedacht, weil die sind eben grundlastfähig, der große Vorteil. Dieses verhasste Wort, das du immer wieder benutzt, wir werden es in den Kommentaren lesen, grundlastfähig. Es gibt noch einen anderen Gedanken, ich glaube, an dem auch gerade die Netzbetreiber natürlich gerade viel arbeiten und überhaupt ist natürlich, also man kann natürlich auch Energie sparen. Ja, sowieso, das ja. muss man sowieso und immer weiter. Und das Zweite ist dann eben dieses dynamische oder netzdienliche Verbrauchen von Strom, dass man eben den Bezug von Energie ein bisschen mehr dem anpasst, wann sie zur Verfügung steht, sofern man das kann. Da müssten eigentlich auch noch Einsparpotenziale sein. Ja, man kann im Privathaushalt sicher sehr viel einsparen. Ja. Also zum Beispiel auf LEDs umstellen oder ja, Streaming, weiß ich nicht, gerade in der Pandemie habe ich jetzt sehr viel gestreamt. Ja, also diese Streaming-Dienste und ohne diese Streaming-Dienste wäre dieser Lockdown da schwer zu ertragen gewesen. Ich habe es ohne ertragen. Also da kann man jedenfalls sparen, aber auch nur begrenzt. Aber hier geht es eigentlich mehr um Deutschland als Exportland, weil mehr als die Hälfte der Energie geht in die Industrie und Deutschland nimmt seinen Wohlstand aus dem Export. Zum Beispiel die SUVs, die nach China exportiert werden. Und wenn man das gefährdet, dann hat man auf einmal keine Einnahmen mehr, auch als Staat. Die Steuern brechen weg und keine Arbeitsplätze, sehr viel weniger Arbeitsplätze. Und ich sagte es schon, also die großen Arbeitgeber in Baden-Württemberg ist Zeiss, das ist eine Hightech-Industrie, gut, die brauchen nicht so viel Energie, aber die BASF, das ist also die chemische Industrie und die brauchen so viel Energie wie die gesamte Stromerzeugung in Deutschland. Es geht beim Energiesparen nicht so sehr um die Haushalte, also allenfalls das Heizen. Also das muss ich vielleicht sagen, also die Gebäude, die Wohngebäude und die Bürogebäude, die machen einen großen Bruchteil des Primärenergieverbrauchs aus für das Heizen. Und wenn man die also besser isoliert in Deutschland, da haben wir ja immer noch kalte Winter und sowas, das würde viel ausmachen. Aber das ist eine Verhaltensänderung des Einzelnen, sondern da müsste man das Gebäude entweder ganz neu bauen, also ein Nullenergiehaus, oder eben gut isolieren. Das sind Maßnahmen, die wirklich was bringen. Also wenn ich in der Küche das Licht ausschalte oder eine Glühbirne gegen eine LED austausche, das macht jetzt in den Terawattstunden nicht so viel aus. Es sind nette Gesten, aber die großen Brummer, das ist die Gebäudeheizung, das sind die LKWs auf der Autobahn, das sind nämlich jedes Jahr immer mehr, die fahren mit Diesel, ja, und natürlich die Industrie. Und eigentlich müsste man da dran drehen, aber da kann der Einzelne natürlich herzlich wenig machen. Wenn es dann doch dazu kommt, dass es ein Revival der Kernkraft gibt, vielleicht mit den neuen Kernkraftwerken, auch wenn das Endlagerthema noch nicht gelöst ist, also jetzt vor allem global betrachtet, nicht für Deutschland, sondern auf der ganzen Welt, würdest du das dann als eine ja, Zwischentechnologie sehen und für welchen Zeitraum? Ja, also es gibt so zwei langfristige Entwicklungspfade. Das eine ist so eine Ökogesellschaft. Wir hatten ja den Wahlkampf der Grünen mit den Lastenfahrrädern, dass wir dann also in einer geradezu Idylle leben. Da ist bloß ein kleines Problem, dass wir dann eben 10 oder vielleicht sogar 12, 13 Milliarden Menschen auf der Erde haben, die wir auf jeden Fall ernähren müssen. Das heißt, wir brauchen eigentlich auf jeden Fall eine powervolle Industrie, alleine um die Lebensbedingungen für die Menschen auf einem hohen Level zu halten. Aber die eine Richtung wäre eben ein Ausstieg aus der Industriegesellschaft hin zu einer Ökogesellschaft, wie auch immer die dann aussehen soll, die dann sehr wenig Energie verbraucht. Und das ist natürlich eine Vision. Und da habe ich immer ein bisschen das Gefühl, ja, ist das nicht vielleicht ein bisschen langweilig, weil das Leben ist dann sehr konstant. Und die andere, ja, sag einfach mal, also ich habe mal eine Weile auf so einem Ökohof gelebt, der autark sein wollte. Und die hatten wirklich, die waren autark, die hatten keinen Stromanschluss und sowas alles. Nur da war nichts los. Was mache ich denn da den ganzen Tag? Meditieren? Ja, ich genau. Und die andere Vision ist, wir finden neue Energiequellen, mit denen wir auch zu den Sternen reisen können. Das ist die Fusion. Wir kommen nur mit der Kernenergie, aber nicht der Kernspaltung, sondern der Kernfusion. Nur mit der Fusion haben wir eine Chance, auch nur eine Robotsonde zu interstellaren Reisen, also zu bringen. Und wir werden eine zweite Erde entdecken in absehbarer Zeit.
Also das ist, ich bin Wissenschaftler, ich kann nicht jeden Tag dasselbe Leben leben und irgendwie einfach immer Wäsche waschen, ja. Das ist mir zu langweilig, ich brauche Visionen, ja, da muss was los sein. Klasse, wir haben eine zweite Erde entdeckt, die Luft ist atembar, können wir von hier aus mit den Teleskopen feststellen. Sauerstoffplanet mit Wasser, dann wollen wir da hin. Ja, wenigstens mal eine Sonde hinschicken, ja, aber das geht eben nicht mit schwachen Energien. Und da brauchen wir die Fusion, noch nicht mal die Kernspaltung. Kernspaltung ist schon mal ein bisschen besser als die anderen Energien. Aber wenn wir unseren Planeten, unsere Kultur weiterentwickeln wollen, zu einer irgendeiner strahlenden Zukunft, wo richtig was los ist, ja, dann brauchen wir starke Energiequellen. Und zum Thema Kernfusion haben wir uns schon mal unterhalten und das verlinke ich euch sehr gerne. Vielen, vielen Dank, lieber Gerd, für dieses ja, nachdenkliche, streitbare, für euch sicherlich interessante, aber auch viele Kommentare erzeugende Gespräch. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Bitte liked dieses Video, abonniert meinen Kanal, besucht seinen Kanal und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Dieser Dad. Und tschüss.